Heute ist Early Access ein großer Trend und das Risiko für die Publisher gering mit Early Access. Der Trend hat nur zu krasse Züge angenommen, finde ich. Weiß halt nicht, was du kaufst. Guck mal, DZ, bestes Beispiel DZ. Habe ich früher gesuchtet, war ein geiles Spiel. Ja, und dann, jetzt ist es 4 Jahre in der Early Access und immer noch nicht mal in der Beta. Es ist in der Alpha immer noch. So, und dann denkst du dir, ja geil, du hast vor 4 Jahren 30 Euro dafür bezahlt. Die gibt der Kenner mal wieder. Und dass das Spiel mal fertig wird, machen wir uns noch nichts vor. Also, dann würde da noch irgendwas passieren. Und das ist halt so ein bisschen schade. So, das Risiko hast du dann immer. Aber ich denke mal, Battlegrounds, also ich habe jetzt die 1000-Stunden-Marke erreicht und überschritten, habe ich nicht ohne Grund. Also das ist, muss man mal sagen, das ist einfach ein geiles Spiel. Das ist wirklich, macht Laune, die Entwickler gehen rein. Na gut, das kommt darauf an, wie es gestaltet wird. DZ hat bei mir auch lange gefruchtet, so, weil am Anfang die Updates nun mal regelmäßig kamen. So wie das Battlegrounds macht, da hast du auch wieder Bock drauf. Wenn jetzt eine neue Map endlich mal wieder kommt, wäre das auch schon geil. Die bringen aber erstmal so, was sie können, nach ihren Möglichkeiten, neues Wettersystem, hin und her. Die machen das auf jeden Fall richtig. Definitiv machen die das hier richtiger, so das Wort des Jahrtausends, machen die das aber deutlich besser als viele andere Publisher. Und deswegen denke ich, dass Battlegrounds schon noch eine ganze Weile Spaß machen wird. Damals, mein Enkelkind, habe ich DZ in der Alpha gespielt, was du heute in der Beta spielst. Out of gas, Alter. Ich gebe dir mal out of gas. Ich habe auf meinem YouTube-Channel ein Video gemacht. Mit dem Titel Die ganze Wahrheit über DZ. Oh, fuck. Oben ist einer drauf. Er denkt, ich sehe ihn nicht, aber ich habe ihn gesehen. Was ist los? Weil. Danke für dein YouTube-Subscribe. Ich weiß gar nicht, warum der hier angezeigt wird, aber es wird angezeigt. Da ist er noch. Okay, also mein Emo auch schon mal besser. Warum ich so wenig Follower habe? Ja, gute Frage. Ich habe lange nicht gestreamt. Ich habe lange, lange nicht gestreamt. Und es geht jetzt wieder los. Shit. Das gefällt mir gar nicht, dass der oben dort auf den Hillen auf Sheriff macht. Ja, ich bin tatsächlich in vielen Highlight-Videos vertreten, weil die Streams von mir dann tatsächlich immer sehr lustig sind. und meine Community die Clips auch gerne einsendet. Ich bin auch bei den internationalen Clips zu sehen sogar, was ich immer sehr geil finde. Und ja. Es wird aber wieder mehr, und es wird gut. Da fehlt ein I. Ich finde es aber auch geil, dass mir Streamlabs allerdings meine YouTube-Abos auch mit anzeigt. Hier komm, das muss ich mal ausblenden, weil YouTube und Twitch, das gehört für mich nicht zusammen. Also, es gehört schon irgendwie zusammen. Verkackst du da dauernd. Ich muss jetzt darüber, Mann. Und das Problem ist, der sieht mich mit Sirtbörsen. So. Und entweder mache ich jetzt den übelsten Franzosen-Move und versuche hier mal ein bisschen abzutauchen. Aber die Jutta will nicht tauchen, sehe ich gerade. Tauch doch! Und versuche mal ein bisschen rumzuschwimmen. Hier ist auch noch ein Boot sogar. Vielleicht schwache ich mir die Boot auch andersrum, aber die Zeit habe ich nicht. Ich habe die Zeit für so eine Scheiße nicht. Alter, er kriegt einen Headshot. Hätte ich den Karabiner mitgenommen, Mann, Alter. Da wäre der tot gewesen.
Aber Mini 14 will man ja unbedingt mal ausprobieren. Ist halt auch kein One-Shot mit 556. Nackenschelle, ja. Bei mir ist es immer ein Nackenklatscher, so, wenn ich immer einen abschieße. Alter, aber erst, der hat wirklich ein Heady gefressen mit der Mini 14, dann nochmal zwei Bodyhits und fällt nicht um. Fällt mir schon mal gar nicht. Muss ich ein bisschen aufpassen hier, wo der rumturnt, der Typ. Boah, ich muss in die Zone, das ist gerade viel wichtiger. Sprunggeräusche, Alter, das ist ja nervig. Oh Mann. Duck Jump hilft immer, also der Crouch Jump ist Maß aller Dinge, um über Hindernisse hier rüber zu kommen in dem Spiel. Haben die Zone irgendwie angepasst? Man sieht ja irgendwie viel, viel schwerer dadurch. Ne, aber Duck Jump, Crouch Jump oder Duck Jump, wie wir das früher genannt haben, mega. Musste es nur üben, aber irgendwann klappt das so auf Anhieb. Kommst du durch Fenster durch, kommst du durch Mauern, über Mauern, durch Mauern, ist geil, aber über Mauern kommst du. Ist schon geil. Ich komme hier so beschissen in die Zone rein, weil ich es einfach verpasst habe, loszulaufen. Oh. Macht schon gut Aua, die Zone. Aber scheiß drauf, wir haben ja ein bisschen Medic. Alter, wie weit ich noch muss. Puh, sah irgendwie kürzer aus. Der schon RIP ist, keine Ahnung. Der wird ein bisschen eher losgelaufen sein, denke ich mal. Aber ich muss es eh erstmal laufen und dann ein bisschen die Zone hochmedigen, hochheilen. Ja, guck mal, was hier so Phase ist. Ich muss halt erstmal komplett übers offene Feld und das nervt. Nächste Zone tut nämlich schon. Aua! Aua! Hol ich mir jetzt. Alter, du liegst doch dort. Der wurde gerade Karabiner, der Kollege. Da hinten ist noch einer.
Wie von hinten kommt noch irgendwas. Interessante Zone. Rechts ist ein SKS. Da haben wir oben noch einen Karabiner und dort rechts haben wir noch einen Karabiner. Ich muss nicht weit, aber ich muss übers scheiß offene Feld. Hätte ich noch mal besser treffen können, Alter. Hängt der Gilly da hinterm Felsen rum. Und ich muss so scheiße weit. Muss nicht weit, aber beschissen. Wo ist der Gilly? Oh, der Gilly. Oh, der hat nach da geschossen. Ja, es ist aber auch gerade Nordamerika Testserver. Da sind die D-Sings ja eh so krass, dass die eigentlich schon lange tot sind und du nur weiter schießt. Macht der hier Frühsport oder was? Noch ein bisschen Medic für mich. Ist es schon da? Echt? Ich bin nicht sicher, also gerade ging es noch nicht zu laden. Gerade ging es noch nicht zu laden. Hehehe
Tschüssi.